Als nächstes unterlegen wir unsere Präsentation mit Soundeffekten. Wir hinterlegen eine Hintergrundmusik, die sich durch die ganze Präsentation hindurchzieht, und wir nehmen eine Erzählstimme auf, die von der Reise berichtet. Als erstes soll diese Animation der Reise mit einem Zugsgeräusch unterlegt werden. Hierfür tippen wir auf den Animationsbereich, damit wir da noch Einstellungen vornehmen können. Und hier in den Optionen wähle ich Effektoptionen. Und da wiederum ist im Moment noch ohne Sound eingestellt. Hier könntest du, falls vorhanden, einen bestehenden PowerPoint-Soundeffekt unterlegen oder eben auch ganz zu unterst anderer Sound wählen. Hier wirst du gefragt, wo dieser sei. Ich habe auf dem Desktop diese Materialien zu polen, und hier wiederum wird mir die Datei Zug angezeigt. Die ist eine WAV-Datei. Offenbar ist das WAV-Format das einzige Audioformat, das für Effekte importiert werden kann. Aber auf den üblichen Plattformen mit Soundeffekten wie Hörspielbox und Auditorix sind die Soundeffekte, die du gratis herunterladen kannst, ebenfalls in diesem Format. Sollte also kein Problem sein. Ich wähle OK und bestätige. Dieses Zuggeräusch ist jetzt vielleicht etwas kurz für diese Animation. Deshalb wählen wir hier bei der Animation für die Anzeigedauer nur 4 Sekunden. Ja, jetzt scheint es aufzugehen. Nun soll auf der Titelseite der Soundtrack abgespielt werden. Hierfür tippe ich auf Einfügen. Die Audiodatei könnte ich über diesen Befehl Audio auf meinem Computer einfügen, oder noch einfacher, du kannst die Datei einfach direkt aus einem Ordner, in diesem Fall auf meinem Ordner auf dem Schreibtisch, in die Folie reinziehen. Es gibt also ein Lautsprechersymbol und hier diesen Player. Ist also so chilliger Elektrosound. Die Datei habe ich bei Yamendo.com gefunden. Das ist eine Plattform, wo du gratis Musik herunterladen kannst, die du auch weiterverwenden darfst. Nun, für diese Datei müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Zunächst will ich, dass dieses Lautsprechersymbol ausgeblendet wird. Dann aktiviere ich die folienübergreifende Wiedergabe. Die Musik soll ja auch auf den folgenden Folien noch abgespielt werden, und zur Sicherheit auch noch die Endloswiedergabe. Wenn ich etwas langsam präsentiere, wird dann einfach wieder von Anfang begonnen. Und wichtig, in diesem Fall will ich nicht klicken, um den Sound zu starten, sondern ich wähle automatisch. Falls bei dir jetzt der Animationsbereich nicht mehr sichtbar sein sollte, im Bereich Animation kannst du ihn ein- oder ausblenden, und hier drin müssen wir jetzt noch bei den Effektoptionen einstellen, wie lange dieser Soundtrack abgespielt werden soll. Ich will, dass er nach der Folie 7 gestoppt wird, weil bei Folie 8 dann ein Film kommt. Das kann ich hier tun, Wiedergabe beenden nach 7 Folien. Auf derselben Folie soll nun auch die Erzählstimme beginnen, und auch die fügen wir wieder über den Befehl Einfügen ein. Audio, und diesmal Audioaufnahme. Du hast sogleich diesen Mini-Recorder. Ich gebe als Name die Nummer der Folie ein und kann sogleich mit der Aufnahme beginnen. Herzlich willkommen zum Reisebericht von unserer Polenreise. Auch hier wieder wird mir ein Lautsprechersymbol angezeigt. Herzlich
Herzlich willkommen zum Reisebericht von unserer. Und bei der Wiedergabesteuerung kann ich auch für dieses Symbol einstellen, dass es ausgeblendet wird. Diesmal will ich aber, dass die Stimme beim Klicken aufgerufen wird. Und natürlich will ich keine folienübergreifende Wiedergabe. Das gilt ja nur für diese Folie hier. Auf der nächsten Folie geht es dann mit der Erzählung weiter. Also wiederum einfügen, Audio, Audioaufnahme. Hier als Name 02. Wir reisten mit dem Nachtzug nach Berlin und anschließend brauchten wir nochmals einen ganzen Tag, um zu unserem Start zu gelangen. Auch hier wieder blenden wir das Symbol aus. Und damit jetzt die Erzählstimme nicht ganz am Schluss nach all diesen Animationen kommt, ziehen wir hier in dieser Animationspalette diese Erzählstimme ganz nach oben. Du kannst also nachträglich die Reihenfolge all dieser Animationen problemlos noch ändern. Ja, und so könnte man jetzt für alle folgenden Folien ebenfalls noch einen Kommentar aufnehmen. Das lasse ich jetzt aber. Wir hören jetzt das Ganze einmal an. Mit dem Nachtzug nach Berlin und anschließend brauchten wir noch einen ganzen Tag, um zu unserem Start zu gelangen. Ja, ist noch ein bisschen fehlerhaft. Einerseits hast du gemerkt, ist die Lautstärke nicht wirklich ausgewogen, die Hintergrundmusik ist viel zu laut, man hört mich fast nicht. Außerdem hat die Erzählstimme auf der ersten Folie gar nicht begonnen. Das liegt daran, dass sie in der Animation noch nicht an die entsprechende Stelle gezogen wurde. Ich packe sie also und ziehe sie direkt hier unter den Soundtrack. Dann können wir gleich die Lautstärke noch ändern. Im Bereich Wiedergabe wird jetzt für den ausgewählten Audioclip die Lautstärke auf hochgestellt, in diesem Fall aber auf niedrig. Übrigens, die Lautstärke kannst du hier auch noch mit diesem Schieber anpassen. Ebenso auf der zweiten Folie soll da die Lautstärke maximal sein und für das Zugsgeräusch allenfalls dann noch etwas leiser. Dieses Zugsgeräusch, das musst du allerdings hier drin noch ändern. Bei den Effektoptionen Sound, da kannst du die Lautstärke noch etwas reduzieren. Nochmals ein Test. Herzlich willkommen zum Reisebericht von unserer Polen. Wir reisten mit dem Nachtzug nach Berlin und anschließend brauchten wir noch einen ganzen Tag, um zu unserem Start zu gelangen. Ja, schon deutlich besser. Der Zug ist vielleicht immer noch etwas laut. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was eigentlich diese Fliege da in der rechten unteren Ecke soll. Das ist als Repetition gedacht. Du erinnerst dich, du kannst hier den Hintergrund entfernen bzw. transparent machen. Dann könntest du mit einer entsprechenden Pfadanimation die Fliege hier in der Landschaft herumschwirren lassen und außerdem diese Animation noch mit einem entsprechenden Soundeffekt unterlegen, ob du nun das Brummen selber aufnimmst am Mikrofon oder ob du es im Internet suchst, das sei dir überlassen.